Da sind einfach ein Haufen Blumen und dann ist das halt so. Ich weiß gar nicht, will Dominik überhaupt Blumen haben? Ich finde, Dominik ist ein sehr praktischer Charakter, der vielleicht mal so eine Blume im Vorgarten hat, aber dann eher so denkt, okay, ich kann den Platz besser nutzen für einen Basketballkorb. Jetzt ist die Tasche voll. Tausche ich mal, pflanze ich mal wieder ein. Dann würde ich sagen, bringe ich die erste Charge schon weg. Komm, hier können wir schon noch ein paar hinballern. Hier ist ja eh genau die Blumensorte. Ich weiß nicht. Also blumentechnisch... Ich bin auch jemand, der... Ich will doch die Blumen eigentlich nicht verkaufen. Das ist mir irgendwie viel zu schade. Aber irgendwie macht das auch gar keinen Sinn, die jetzt alle hier haben zu wollen. Weil so viele Blumen... Junge, ey. Oh ja, Dominik mit dem Schwarzenegger-Buddy, Alter. Ja. Ja, der pumpt jeden Tag. Der pumpt jeden Tag. Dem können wir eigentlich mal so ein paar... Das können wir eigentlich mal wirklich machen, ne? Ich habe noch so viele Trainingsgeräte im Keller. Die können wir ihm eigentlich auch alle hier hinstellen. Das wäre so witzig, wenn die auch benutzen, ne? Oh, schade. Jetzt ist wieder voll, oder? Ja. Ja, komm. Die gucken wir, dass wir die hier irgendwo verteilen. Komm dann hier hin, ist mir jetzt auch egal. Hin, hin. Das können wir ja nochmal irgendwann umpflanzen. Da habe ich jetzt aber keinen Nerv für mir hier. Neue... Oh ja, das liebe ich ja auch. Blumen pflücken. Blumen pflücken ist einfach ein Traum. Jetzt habe ich nämlich eine Blume mehr im Inventar. Also eine Blume zweimal. Ah, ist das nervig, ey. Okay. Also Dominik hat auf jeden Fall Solarzellen im Garten. Aber Dominik hat auch... wie gesagt, hier, wo ist es denn? Basketballkorb. Genau, so. So, ein bisschen Abstand. Jetzt hat die Frage, ich glaube, wir können auch mal hier gerade so einen Steinboden irgendwie. So einen Pflasterstein, damit das so ein bisschen. Weil auf der Wiese Basketball spielen ist so ein bisschen. Bescheiden, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Deswegen kriegt er jetzt hier einen kleinen Bereich abgesteckt, wo er Sport machen kann. So. 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 Ja, läuft, ne? Stell dir mal vor, wie Schwarzeneggers Klassenkameraden damals ihn immer beim Namen rufen, aber nicht wissen, wie berühmt der Name mal sein wird. Ich weiß nicht, warum? Ich meine, das ist ja mit jedem, das ist ja auch mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Sagen wir mal so, die lachen jetzt nicht mehr, wenn der mal ausgelacht wurde. Aber es ist sowieso mal interessant zu wissen, wie die so in der Schule waren. Manchmal wünsche ich, da wird es einfach so, dass damals schon die ganzen Promis mit Kameras begleitet wurden. So. Kann man ja theoretisch machen, wenn man eine Zeitmaschine hat, ne? Wenn es eine Zeitmaschine geben würde, dann könnte man hingehen und sagen, okay, ich guck mal, wer so berühmt ist. Und dann begleitet man die Person einfach auf ihrem Lebensweg und hat dann eine geile Doku. Ist aber die Frage, ob das dadurch dann beeinflussen würde, ob diese Person dann überhaupt berühmt wird. Vielleicht wird die dann gar nicht berühmt, wenn die mit Kamera begleitet wird, weil die irgendwie gehemmt ist oder Angst vor Kameras hat oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. So, dann legen wir hier auf jeden Fall noch einen Basketball hin. Football, Football. Mal gucken, welcher der richtige war. Ja, das ist der richtige. Okay. Ja, dann hole ich mal eben aus dem Keller nochmal eine andere Trainingsgeschichte, weil ich brauche die nicht im Haus. Ist Film in anderen Zeiten nicht verboten? Ja, Zeitreisefilm ist verboten. Aber da sind wir dann genauso bei derselben Geschichte wie mit Tom Cruise auf dem Mond, ne? So, hier so ein Boxsack kann ich ihm noch anbieten und so eine Melone oder wie das heißt. Passt schon. Ich habe einfach noch keinen Sinn für mein Haus im Keller gefunden, keine Ahnung. So.
Eine Maisbirne, so hieß der Spaß. Ball, 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 Football, Garten, Laterne, Garten, 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 Warnschild, Sandsack. So, wenn wir das jetzt hier so ein bisschen runter machen. So. Und die Maisbirne hier so gegenstellen. Ah, das sieht noch, das sieht scheiße aus. Wir können das ja so machen. So. Oh, come on, so gegen's Haus gelehnt. So, dann nehmen wir den Ball und packen den hier auf die andere Seite. Es muss ja einfach nur gut aussehen, ne? Das hat ja hier nichts mit Nutzenfaktor oder sowas zu tun. Aber ich finde, das ist eine schöne Sache für Dominik, weil es ist zwar sehr, sehr gestaucht hier alles gerade. Aber, ja, ist okay. Kann ich mit leben. So, haben wir noch mehr. Wir können eigentlich bei Dominik hier noch einen Ball hinlegen, so ein Football oder sowas. Der Junge, der liebt einfach seinen Sport, das ist aber so. So, machen wir hier noch einen Football hin. Ein Gartenzwerg. Hat Dominik... Ja, Dominik ist auch ein Gartenzwerg-Mensch, glaube ich. Glaube ich schon, dass Dominik ein Gartenzwerg-Mensch ist. Dementsprechend kommt hier nochmal ein Gartenzwerg dazu. So. Zack! Und dann machen wir hier eine... Nicht da! Kacke. Ich glaube, da kann ich auch gar keine hinpflanzen, wo ich vorhatte. Okay. Nein. Ja. Nee, da geht's nicht. Nee, das finde ich dann dämlich. Schwierig. Egal. Geht ja auch in erster Linie erstmal darum, Möbel zu platzieren. Und ich glaube, Dominik hat jetzt hier schön... Schöne Sachen. So, was hatten wir denn noch? Ein Warnschild, eine Gartenlaterne. Eine Gartenlaterne können wir mal hier hinpacken. Und die Wertstofftonne kommt hier auch dann bei mir hin. Nee, die Straßenlaterne, nicht die Gartenlaterne wollte ich. Die war dann weiter oben. Scheinbar Kratzbaum, Ölfass, Straßenlampe. Ist doch die Frage, kann man die umfärben? Wahrscheinlich nicht, ne? Eigentlich mitgetan. Haben wir einen Timer? Haben wir einen Timer für heute? Wie oft der Spaß schon abgekackt ist heute? Ich glaube, wir sind jetzt bei Nummer 6, Nummer 7. Ich bin mir nicht sicher. Freunde. Aber es geht gleich sofort weiter. Hier, warte. Da ist er wieder. Ich guck mal, ob man die umfärben kann. Ich habe jetzt keine Umgestaltungssets mit dabei. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich aber trotzdem gucken, was möglich wäre. Das Umgestalten. Es wäre nur möglich, die Hängematte. Schönes Bottrop-Hängematte oder Metal. Wäre auch schön. Oder hier. Oh, hi Mark. Nee, sieht alles scheiße aus. Die Hängematte bleibt so, wie sie ist. Da wird sich auch nichts dran ändern jetzt. Nee, keine Straßenlaterne, Umgestaltung möglich. Schade, aber egal. Wir platzieren einfach ein paar Straßenlaternen an kritischen Stellen, wo es sehr dunkel wird. Hier könnte auch mal eine hin. Es ist 16 Uhr. Ah, schön. Die Kirchenglocke schlägt 16 Uhr mit Ruhrgebiet. Schön, mit unserer Inselhymne. Einfach fein. Ballern wir hier nochmal, oder? Oder ballern wir hier noch eine? Wir können auch hier direkt hinter dem... Ja, machen wir mal hier eine hin. Haben wir noch eine?
Straßenlampe. So. Ja, hier könnte die Gefahr bestehen, dass ich ständig über die Straßenlampe laufe, ne? Dass das hier so ein bisschen beim Durchlaufen schwierig wird, aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Wobei, die kommt, die sieht man auch überhaupt nicht, ne? Ich weiß aber auch nicht... Ach! Ach, was? Hey, Maso, wollte auch liebe Grüße da lassen. Bleib gesund. Ja, vielen Dank für deinen... Resub. Vielen Dank für Primarino. Ja, der Baum stört mich ja eigentlich, ne? Aber den lasse ich jetzt erstmal stehen. Ist dann jetzt halt so. Hier kommt noch eine Laterne. Ich bin Eckenfreund, ne? Ich bin Freund davon, dass die Dinger in so einem Winkel drin stehen. Das hat schon okay. Müssen wir mal gucken, ob wir die ein bisschen besser verteilen. Hier auf der Seite machen wir auch eine hin. Symmetrie. Ein bisschen Symmetrie. Swag. So. Eigentlich muss hier auch eine hin am Laden, aber sollen sich mal um ihre Beleuchtung selber kümmern. Die Sausäcke da. Nein, seid ihr keine Sausäcke. Was ist denn hier los? Machen wir hier hin. Haben wir überhaupt noch welche? Eine haben wir noch. Okay, dann kommt die letzte hier hin. So, und dann wären wir auch schon in der Siedlung. Und dann würde ich hier einfach ansetzen und gucken, dass wir hier mal... Ja, auch hier sind halt die Blumen gewachsen, wie sie wollen, ne? Also, ich habe hier halt nicht mehr wirklich was gemacht. Wir gucken auch mal in die Häuser rein. Vielleicht baut ja einer gerade was. Vielleicht ein Bücherregal. Das wäre schön. Ich hätte sehr gerne das Bücherregal als Rezept. Ja, Alter. Helmut, haul einen raus. So, Helmut. Perfektes Timing. Sieh mal. Was ist das? Ich habe einen Pappbaum. Ja, weiß ich schon. Tschüss, Helmut. Ich hab dich sehr lieb, Helmut, ne? Aber es tut mir leid. 26,4000 Punkte hast du, Furboy. Ich tu das mal direkt hier in seinen Müll. Tut mir leid. Wirklich. Wir entsorgen jetzt einfach das auch. Ich kann da nicht mitleben. Es ist einfach hier reiner Biotonne. Mir doch egal. So. Wer wohnt hier? Hier wohnt Olga. Okay. Olga ist noch ein Elefant. Und für den Elefant habe ich eine richtig schöne Sache. Und zwar ein... eine Elefantenrutsche. Ja. Dass die wie ein Elefant aussieht, sei mal dahingestellt. Also das ist jetzt... Toll. Junge, ich knall das Ding gleich weg, ey. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich möchte doch nur mal in Ruhe ein bisschen zocken. Oh, Bruder. Shit, ey. Shitty, 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 bang, bang. Mein Gott, nochmal. Ja. Gehört dazu. So, wir schieben dann erstmal kurz ein bisschen zur Seite hier. Und dann stellen wir hier die... Ich würde sagen, sie hat auch einen Gartenschlauch hier stehen. So, und davor ist die Elefantenrutsche und davor ist der Mülleimer. Wo ist das jetzt? Da ist die Elefantenrutsche. Ich möchte das bitte drehen. Okay, wenn ich die von hier platziere, geht das dann? Das ist doch nicht zu fassen. Okay. Elefantenrutsche. Ja, jetzt ist sie richtig rum, oder was? Kannst du, gibt's ja wohl nicht hier den Spaß. So. Junge, die nimmt so viel Platz in Anspruch. Okay, dann setzen wir die Blumen hier mal um. Setzen wir die Blumen um. Eine Wasserrutsche in den Müll. Ab geht's. Auf geht's. Jetzt kann man hier hinter einen. Ne, hier hinter ist kein Platz mehr. Boah, hinter den Häusern könnte man richtig schön so Scheiße verstecken. Die man dann einfach nicht sieht.
glaube, hier kann ich nichts mehr pflanzen, ne? Oh, doch, 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 das geht. Okay, dann machen wir nämlich so. Und dann kommt davor die Elefantenrutsche. So muss das sein. Elefantenrutsche für Olga. Ne? Olga will eine Elefantenrutsche. Das ist wichtig. Und dann kann man eigentlich auch direkt an den Vorgärten erkennen, wer da wohnt. Also ich zumindest. So. Ne? Dann hat die hier einen schönen... fein. Ja, das muss alles symmetrisch sein, ne? Das ist ja hier... Wir sind ja hier nicht irgendwo. So, ich würde hier bei Helmut tatsächlich eher hingehen und sagen, wir machen hier einen kleinen Teich hin. Oh. Okay. Geht das denn? Ist schon zu viel, ne? Scheiße. Schade, warum kann ich denn keinen Teich? Das finde ich doof. Muss ich sagen. Weil ich meine, das ist eine Ente, ne? Haben wir eigentlich hier für Olga noch irgendwas? Wertstofftonne, ne, Ölfass, Absperrhütchen, Teleskop. Kratzbaum war bei Pit, Rasenmäher, Plasma. Komm, machen wir den Rasenmäher hier noch hin. Oder noch ein paar Blumen. Wir können eigentlich auch noch lieber noch ein paar Blumen dahin bauen. So, hier ist Herbert, ne? Ist das Herbert? Hier wohnt Herbert. Herbert ist ein... Ja, ein sehr schnöseliger... Also der braucht einen perfekten Garten. Der geht da mit dem Zehen... Nee, so eine Nagelschere geht er da, macht den Rasen richtig. Dem würde ich auch zutrauen, dass er hier so eine schicke Gartenlaterne vorne hat. Ey, die ist jetzt... Jetzt ist sie... Oh, er kommt. Oh Gott, er kommt. Leute, er kommt. Es ist... Ich bin hier gerade am Geschenke... Ich mache hier nichts in deinem Vorgarten. Geht der jetzt nach Hause? Geht der da jetzt rein? Nee, kann er nicht, ne? Wenn ich da bin. Hallo. Wie ist es dir ergangen, hör mal? Der sagt ja auch, hör mal. Der Virus schlägt um sich, Alter. Herbert sagt, hör mal. Geil, ich wollte mit dir reden. Hey, ich habe gerade an dich gedacht und nun bist du da. Man nennt mich Herbert den Zauberer. Das reimt sich. Wäre echt ein Traum, wenn man die Insel von allen Seiten betrachten könnte. Geht eigentlich im Insel... Gibt das im Inselbaumodus? Geht's auch nicht, nee. Also der Modus... Ja, weiß ich nicht. Also... Ich glaube, das Spiel funktioniert auch nur so gut, weil man gerade eingeschränkt ist in der Sicht. Ist meine Meinung. Hör mal, wer da hämmert. Okay. Also die Rose, die würde ich auf jeden Fall lassen. Die würde ich dann aber hier hin machen. Hier würde ich eine Rose hin machen. Boah, fuck it, ey. Ja, manche Mechanics aus dem Game sind richtig spaßig. Das macht richtig Spaß. Das ist Sahne, cremig, fein. Zott Sahne, Joghurt. Ein Fest fürs Gesicht. Hier kann ich überhaupt nichts hinpflanzen. Dann stelle ich hier einen Rasenmäher hin, dann lass mich doch alle in Ruhe. Die Abstände sind echt schwierig. So, ein Rasenmäher, kommt schon wieder ein Geschenk ange... Da ist das. Ich will es.